Seien Sie herzlich willkommen. Nach Corona endlich wieder ein volles Haus. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Ich will es auch ganz kurz fassen mit der Begrüßung. Ich darf begrüßen vor allem unsere Mitveranstalter vom Bayerischen Rundfunk. Steffen Lunkenheim ist heute Abend da. Dann vom Deutschen Alpenverein begrüße ich von der Sektion Tegernsee, ohne die das Festival gar nicht möglich wäre mit den vielen Helfern, Rainer Töppel. Dann darf ich begrüßen alle Förderer und Sponsoren, die Mitarbeiter der Tegernseer Tal Tourismus GmbH, die uns ganz stark unterstützen. Und dann natürlich auch die Mitglieder der Jury. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt und dass ihr so viel Zeit für uns eingesetzt habt. Und dann natürlich, last but not least, unser Landrat, der Olaf, herzlich willkommen mit Frau. Und was mich ganz besonders freut, sehr viele Bürgermeisterkollegen, herzlich willkommen. Besondere Beachtung bitte, draußen ist der Herr Rulland von Bergsteiger, der hat viele Hefte mitgebracht und freut sich mit Sicherheit über den einen oder anderen Abonnenten oder Abonnentin für heute Abend. Vielleicht haben wir ja Glück. Weniger Glück haben wir bei der Technik, leider ist uns ein Blu-ray-Player kaputt gegangen, das heißt, wir werden zwischen den einen oder anderen Film mit der einen oder anderen Pause kämpfen müssen, aber wie heißt es am Berg, erstmal langsam auf Touren kommen, damit man dann hinterher richtig Gas geben kann. Dem bleiben wir einfach treu, dem Motto. Zuletzt noch herzlicher Dank an das Organisationsteam rund um Birgit Hollenbacher und ich darf unserem Festivaldirektor ein herzliches Vergeltskurs sagen für bald 20 Jahre, es sind ja eigentlich schon 20 Jahre, dank Corona verschirmen wir es nochmal ein Jahr und ich darf dir das Wort geben.